So Leute, hallo und herzlich willkommen zu diesem Video, Leute. Und zwar werde ich heute auf Sinan G x Milano featuring Milano reagieren. Connector ist das Lied. Ich bin mal gespannt. Milano ist Sinan G's Newcomer, neues Signing. Und Leute, wenn ihr mehr se Videos sehen wollt, dann abonniert mich, weil wenn ihr mich abonniert, bin ich motiviert, mehr Videos zu drehen. Wir sind jetzt gerade bei 80 Abonnenten. Für mich ist das schon viel, Leute, weil es ist einfach für mich viel. Ich weiß gar nicht, wie ich das ausdrücken soll. Gebt dem Video einen Daumen nach oben, wenn ihr mehr sehen wollt, und abonniert mich, nicht zu vergessen. Abonniert mich, Leute, das ist das Wichtigste. Ich würde mal sagen, wir starten jetzt mit dem Video. Milano ist auf jeden Fall ein krasser Sänger. Ich habe ein paar Videos von ihm gesehen und da bin ich mal gespannt. Ja, Milano, Sinanji, c'est pas correct, tu réponds pas quand ça parle monnaie. Pas de corps des allumettes et pas tout ça s'intitule donné. Leute, mir fällt schon direkt auf die Bearbeitung des Videos, also der Effekt und so. Boah, Baba. Perfekt. Milano ist ein krasser französischer Rapper, also kann auf Französisch sehr gut rappen. Doch, krass, krass. Milano ist krass, Milano ist krass. Ich bin gleich auf Sinan G's Part gespannt. Boah. Doch, geil. Das sieht fängt geil an. Also ist auf jeden Fall. C'est super les musiques. Tu cherches les parfaits les musiques. J'aime la musique de France, mais je ne parle pas français parfait. Ich habe gesagt, ich liebe französische Musik, aber ich verstehe nicht so gut Französisch. Perfekt Französisch. So ähnlich habe ich das gesagt. J'ai mon sale comportement et je suis posé dans le bain sans bas du bâtiment. T'as attendu toute la nuit. Si tu viens, ma chérie, ramène tes amis. On a réservé la table en ville à Paris. On a arrêté la plantation, moi tu paries. Criminel, ich will Geld. Unterwegs in der City, immer mit der Gang. Sie will Date, komm in die Suite. Zieh dich aus, Baby, tanz heute Billie Jean. Ich bin heute im Spotlight und sie will mich sehen. Heute bin ich online, Baby, du verstehst. Okay, das ist nicht der typische Sinan G-Part, das ist krass. Also ich meine, das, was er jetzt gerade gerappt hat, dieses das feiere ich. Also hört sich gut an. Ich meine es ernst jetzt, hört sich gut an. Würde ich auch im Auto pumpen. Lebe dieses Boss-Life, steh auf Qualität. Redest du von Hochzeit, muss ich wieder gehen. Ich hol dich ab in ein Benzer. Doch nach Hause mit Taxi. Sie ist verliebt in ein Gangster. Sie will Sinan G. Ich suis posé à Berlin dans l'appartement. Pourquoi ils font les gens bien alors tout lentement? Elle fait que des reprises. Boah, ich wünschte, ich könnte Französisch fließend sprechen. Ich bereue es voll, dass ich damals im Französisch im Französisch kurz, genau, einfach nicht Gas gegeben habe. Das wäre schon geil, jetzt Französisch zu sprechen, also fließend. Boah, dieses Être, je suis tué, il est, nous sommes, vous êtes, ils sont, elles sont, das hat schon genervt damals, Alter. Écoutez, boah. Ah, so eine Scheiße. J'ai mon sale comportement et je suis posé dans le bing sans bas du bâtiment. Et poto ne me fait pas de kino. Moi je fais de la récipe mino. On était sur le grand arrêt à 2-3 natmos. Et là je suis posé à Berlin, je suis en studio. Et je suis posé à Berlin dans l'appartement. Pourquoi ils font les gens bien alors tout lentement? Elle fait que de reprocher mon sale comportement. Et je suis posé dans le bing. Boah, das Lied haut rein, ne? Das Lied haut rein. En bas du bâtiment.
Okay, das war's mit dem Lied. Jetzt kommt meine Meinung, meine endgültige Meinung. Ich muss zugeben, das Lied hört sich gut an. Ich bin aber nicht der Fan von so kurzen Liedern. 2 Minuten 18 ist schnell zu Ende. Ich weiß, dass es die meisten wegen, also die meisten Rapper, Musiker, damit man das öfter hört, aber ich feiere das nicht. Ich bin eher so der Alte, der Lieder feiert, die 3-4 Minuten lang gehen, da wo man sich wundert, hey, wie lange geht noch das Lied? Naja, das ist auch nur der einzige Kritikpunkt von mir. Das ist einfach zu kurz, aber das ist heutzutage bei den meisten Liedern, also ja, also ich kann da auch nichts Großartiges, Negatives sagen dazu, zu dem Lied. Das Lied ist einfach nur gut gemacht worden. Milano wurde gut eingesetzt. Refrain haben wir voll gut ausgenutzt, dass er auf Französisch rappt und singt. Und Sinan G, seine Parts waren auch gut, ne? Ja, das hat mir auch so gut gefallen. Ja, das war's dann auch mit dem Feedback. So Leute, das ist dann auch jetzt mein Outro. Ich bedanke mich bei euch, falls ihr es bis zum Ende euch angeguckt habt. Ich würde mich freuen, wenn ihr einen Daumen nach oben auf diesem Video geben würdet. Abonniert mich, dann bin ich motiviert. Das sage ich auch zu oft, aber es sollte halt so sein. Abonniert mich, dann bin ich motiviert, Videos zu drehen. Komm Leute, ich will die 100 Abonnenten knacken. Ich will die 100 Abonnenten knacken bis April. Bis April will ich die 100 Abonnenten knacken. Bitte unterstützt mich dabei. Leitet das Video an Freunde weiter. Schickt es auf Instagram, WhatsApp, Snapchat, Twitter, was weiß ich. Schickt es überall hin. Ist mir egal, ob viele Likes oder Dislikes kommen. Ich will einfach nur diese 100 Abonnenten voll haben. Bitte unterstützt mich dabei. Seid bitte die Supporter, die von Anfang an dabei sind. So, es würde mich echt freuen. Wie dem auch sei, Leute, ich bedanke mich bei euch nochmal und zuletzt für dieses Video, dass ihr die Zeit genommen habt, euch das anzusehen, und bis zum nächsten Video. Tschüss!